Schwärmebandito. Ach du Scheiße, wir sind stark! Zwerge niemals unterschätzen. Sollte mal hier ein bisschen Feuerkraft einsetzen. Ladezeiten sind hier wieder. Ladezeiten, schwere Zeiten. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Igni. Endlich auf den Stuhl! Geralt, was machen wir jetzt? Oh, die sind echt hart. Verdammt! Ich habe was zu essen mit? Ja, habe ich. Und einen Knödel. Können die anderen noch irgendwie kämpfen? Ach du Scheiße. Mal. Ich habe auch eine Bolzenwaffe. Verdammt mich. Echt bestialisch hart. Wie soll denn das was werden? Mentieren können wir nicht. Wie sollen wir hier nur wieder lebend rauskommen? Haben wir Chancen irgendwie zu fliehen oder so? Irgendwie nicht. Okay, Spiel beendet, wir kommen hier nicht mehr. Nein, 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 verdammt. Wir sind auch zu niedrig für das. Wir haben wahrscheinlich noch nicht die richtigen Waffen und sind noch zu niedrig im Level. Das ist. Wie zum Henker. Die Quest abbrechen würde jetzt wahrscheinlich auch nichts bringen. Dann sind wir hier. Haben die Quest abgebrochen und sind trotzdem hier noch in dem Kampf drin. Ich kann es mal versuchen, aber. Das ist ein bestialer Schatz, die Krieg. Das ist ein. Da bin ich in dem Level noch nicht. Die kriege ich niemals hin. Letzte Checkpoint ist jetzt hier. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was machen wir jetzt? Abhauen! Ja, ich versuch mal. Ob das was bringt. Wenn wir jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht rauskommen. Oh.
Verdammt, bist du hässlich. Schlagt ihn! Tötet ihn! Gibt's hier nicht irgendeinen Weg raus aus dieser misslichen Lage? Einzelne Banditen hier hinterlocken. Die hauen zu mit ihrer Axt, das ist unmöglich. Scheiße, Mann. Wie zum Henker sollen wir jetzt hier lebendig rauskommen? Ein Schlag von denen ist so heftig. Mit meiner Rüstung, die ich jetzt hier gerade habe. Taktischer Rückzug ist hier scheinbar auch nicht wirklich die Sache. Meine Mitkämpfer sind jetzt hier nicht wirklich. Wir zwei sind schon tot, vielleicht könnten wir das irgendwie versuchen. Dauert dann aber eine halbe Stunde. Was denkst du dir eigentlich? Schlag ihn! Tötet ihn! Ja, haut er mich einmal. Als ob nein, 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 jetzt nicht. Ich habe halt vorher auch nicht gespeichert, deswegen. Hier auf der Karte ist da schon zwei Euro tot rumliegen, also eventuell. Ein bisschen Fernkampf. Die Atmosphäre des Kampfes nicht erlaubt. Am Arsch. Und wo ist das sonst da? Das hat nicht wirklich getroffen. Dauert mir viel zu lang. Den Einzelnen könnte ich hinkriegen, aber ich kämpfe viel zu langsam. Scheinbar haben sie gerade ihn getötet. Es sind eher unsere Leute, die da tot rumliegen. Los, auf ihn! Das ist doch, wenn ich hier nicht ausweiche. Sind noch Banditen übrig. Okay, der bewegt sich nicht. Die haben wirklich schon alle getötet. Gehe ich doch niemals hin.
wirst es nie lernen. Verdammt mich. Wie kommen wir jetzt hier raus? Letzte Option, die ich sehe hier. Checkpoint um 19 Uhr. Das war der letzte Checkpoint. Das hatten wir schon. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er das Haus einfach abbrechen und ältesten Freund aufspüren musste. Nicht hingehen. Das hatten wir schon mal in einem. Dass wir eine Quest nicht annehmen konnten, weil wir einfach. Sagen wir jetzt einfach hier einmal ins Questmenü gehen. Lass was gut sein. Hier, Nebenquests machen wir irgendwann später, wenn wir das Ding dafür, wenn wir die Level dafür haben. Machen jetzt hier einfach weiter. Lassen die ihn einfach mal im Stich. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Das dürfte gehen. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Nein. Ach, zum Teufel damit! Da denke ich, lassen wir jetzt mal sein. Ich denke, da werden wir. Ich werde ja sowieso kommen, egal wie wir uns da einigen. Ich guck mal hier nach dem Schmied, den ich gesucht habe. Ich meine, der war hier. War das der hier? Pferd stürzt sich gleich vom Hausdach. Hey. Hier durch. Scheiße. Okay, da will plötzlich durch. Ich müsste eigentlich pissen gehen, aber dann wird mein Arsch nass. Okay, gucken wir mal. Klappern wir an die Schmiede ab. Vielleicht ist das sogar der Schmied, der das verkauft. Willst du anständige Männer auf schmutzige Gedanken bringen? Die Hexen haben schon wieder Regen beschworen. Ich laufe hier mal außen rum. Geht auch schneller. Oder auch nicht. Ich glaube, wir laufen eher von weg. Kann das? Ne, wir waren schon richtig, aber von außen ist es halt ein bisschen idiotisch. Aber die Mauer komme ich nicht rüber. Das ist eine echt blöde Idee. Wie schmeckt dir das Silber? Neue Silberschwert wäre jetzt außerordentlich von Interesse für mich. Was kriegen wir beim Schmied? Level 11 haben wir dafür. Ich laufe zu Fuß hin. Ich bin schick, mein Prügel.
Bin ja fast schneller als mit Pferd. Du kommst mir bekannt vor. Ach was. Sag das so. Wo bist du, Schmied? Oh nein! Nicht. Du solltest alle. Ein besorgter. Oh. Bin ich wieder reingerannt. Gut. Aber für du solltest klar. Einverstanden. Es ist eine Frage. Oh, Blechbursche. Verdammt. Wer ist das hier? Ich habe aber heute auch ein Pech. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexer. Ich lösche die Quest gleich mal. Das wollte ich aus Versehen wieder reingehen. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Was ist denn das hier heute für ein Stream? Meine Fräse. Stunden später. Quest kann man da nicht wegschmeißen. Mach mal bei der Quest mal weiter. Oh Mann, das ist Novigrad. Keine Monster weit und breit. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursch. Was weißt du über ihn? Nicht viel. So, er ist der Schmied, der markiert das. Also Vorsicht. Schmied. Jetzt haben wir hier drüben irgendwo einen Schmied. Platz, das sollte reichen. Können wir vielleicht mal dorthin. Sind wir weit weg von hier. Ach, zum Teufel damit. Und nicht wieder nicht zum Schmied-Symbol rennen hinlaufen. Da rennen wir wieder in die Falle rein. Wir sind hier wirklich zu Fuß schneller in der Stadt als mit Plätzen. Okay, hier lang. Nein, gerade kein Bock auf Banditen. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Okay. Bin mir sicher, gab es irgendwo einen Schmied. Ach nö. Der wurde gerade von den Wachen getötet. Ich glaube, ich habe mich bepisst. Und der da? Moment, tut sich ja, das ist hier irgendwo eine. Wir waren hier irgendwo relativ zentral bei einem Schmied. Das kann nicht sein. Weißes Haar, gelbe Augen, narbiges.
Geralt von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Geralt von Riva rein. Vor Jahren kam ein... Wer war da? Na schön. Und Phil... Ich bin nur an dem... Noch eine Quest angenommen oder was? Nee, nach Nebenquests ist mir gerade hier noch nicht in dem Level, wo wir sind. Irgendwo hier etwas, was wie der Schmied auch sieht. Ein Händler. Und der einzige Schmied, der mir gerade angezeigt wird, ist er hier. Aber er war es nicht. Hier gab es einen Schmied, der noch hier, ich glaube hier irgendwo in dem Bereich dort, wir waren dort mal in einem früheren Stream. Und der hat uns angeboten, dass er ein... Der hat ein Silberschmerzschwert bei sich. Sieht sehr schade, dass das hier gerade nicht mehr da ist. Egal, was so ist. Ich glaube, bevor wir jetzt hier noch viel mehr Blödsinn anstellen. Wir kommen auch gerade nicht rein. Folge ich mal der Hauptquest weiter. Ich mag reden. Da bleiben die Schurken drin. Okay, machen wir das mal. Suchen wir einfach mal nach dem Rittersporn. Ich kriege wieder das große Husten. Dann habe ich das Weichei bis in den Garten gejagt. Hast du ihn erwischt? Oh. Nein, der Arsch hat sich gewunden wie ein Aal. Dann ist er durch das Loch in der Mauer hinten geflüchtet. Vielleicht ist der ein Akrobat? Kann sein. Beide Damen und mögen solche Älteres. Was willst du? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Na ja. Was willst du? Rein. Rosa Baatre erwartet mich. Ich soll sie im Schwertkampf unterweisen. Komm mit. Sie wartet schon. Aha. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst, komm mit. Ein Holzschwert. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Ich zeige, was ich drauf habe. Ein Holzschwertkampf. Wir werden sie übel verletzen. Verdammt, bist du schnell! Der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich
Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Und wie? Aber darüber müssen wir ein andermal reden. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Ganz schönes Flittchen, dieser Rittersporn. Hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Ganz schönes Flittchen. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Ja, wenn es sein muss. Uff, nimmt. Jetzt diese Feststelltaste. Am Arsch. Rückzug. Was wollen denn zwei Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Kommt drauf an. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment mal. Wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Badin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Aber wer weiß... Der Bade hat sie vielleicht erfunden, um uns eifersüchtig zu machen. Erbärmlicher Chorknabe. Das hat auch geklappt. Du bist schon beim Reden darüber ganz rot geworden. Und du wirst erst rot, wenn ich dir die Augen auskratze. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Bestimmt und? Nicht. Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Tut mir leid, Rosa. Im Moment kann ich nicht. Dann leb wohl. Oh, hier. Für deine Zeit. Na. Ein bisschen Geld. Okay, sprechen wir mit dem Nächsten oder der Nächsten. Okay, wo geht's hier raus? Hier angeblich. Ein bisschen was zum Lesen mitnehmen.